möchte euch mitnehmen auf meine Abenteuerreise in den brasilianischen Dschungel. In den nördlichen Teil des Amazonas-Dschungels, zu den Vaiapi-Indianern, zu den Hilfsprojekten vom Target-Verein und zu wilden Fischen in wilden Flüssen. Das Ziel meiner Reise ist ganz klar, ihr habt das vielleicht in den letzten Monaten mitbekommen in den sozialen Medien. Wir haben einen Spendenaufruf gemacht und haben gemeinsam mit unserer Community eine hohe Summe zusammenbekommen. Und die wollten wir für den Gebietsschutz vom Amazonas an den Target-Verein spenden. Das haben wir auch gemacht. Und mein Ziel ist es jetzt, mir diese Spendenprojekte hier anzuschauen vor Ort und zu lernen, wie so eine Hilfsorganisation funktioniert. Und dazu mache ich ein Praktikum hier bei Target und kann somit mir alles ganz genau anschauen. Roman und der Rest vom Team wird mir alles zeigen können und ich möchte euch einfach teilhaben lassen, wie das Ganze hier funktioniert, wie wundervoll der Dschungel hier sein wird und vielleicht werden wir auch den einen oder anderen Fisch zu sehen bekommen. Jawohl. Geil. Die Reise war relativ unkompliziert und relativ zügig. Hat nur ca. 30 Stunden gedauert, von Hamburg über Paris, weiter nach Sao Paulo und dann noch zwei Inlandsflüge. Dann war ich auch schon in Macapá, meinem Zielflughafen. Hier angekommen hat mich Roman und Hosti dann am Flughafen abgeholt und wir sind erstmal in die Stadt rein, haben eine Kokosnuss am Amazonas-Strand getrunken und haben dann die ersten beiden Tage hier in Macapá verbracht. Freitags hatten wir dann unseren ersten spannenden Termin direkt hier in Macapá. Und zwar waren wir bei der Naturschutzeinheit vom brasilianischen Militär. Wir hatten die Möglichkeit, uns die Base dort genau anzuschauen, weil Roman und Hosti hatten dort Kooperationsgespräche mit dem Verantwortlichen dort für eine Zusammenarbeit zwischen Target und dieser Naturschutzeinheit, um noch besseren Gebietsschutz hier im Amazonas und vor allem im Indianergebiet von den Vaiapi zu betreiben. Denn diese Einheit ist im Verhältnis relativ klein und hat doch schon große Herausforderungen, vor allem bürokratische Herausforderungen hier in Brasilien. Zum Beispiel, dass sie keinen schnellen Zugriff auf Drohnen oder andere Hilfswerkzeuge haben, die denen die Arbeit enorm erleichtern würden, bei dieser riesigen Fläche, die sie zu schützen haben. Man muss sich ja vorstellen, alleine nur der umliegende Nationalpark ist größer als die Niederlande von der Fläche. Deswegen haben wir einfach dort über Möglichkeiten gesprochen, wie Target der Einheit noch helfen kann, mit zum Beispiel Drohnen etc. Ich habe natürlich nicht so viel mitbekommen, weil mein Portugiesisch noch nicht so gut ist, aber Roman hat zwischendurch immer ein bisschen was übersetzt. Das war schon mal super spannend und war ein guter Start in die Reise. Am nächsten Tag ging es dann endlich weiter Richtung Dschungel. Und zwar sind wir noch mal 3 Stunden mit dem Auto entfernt ins nächste Dorf nach Aquafria gefahren. Dort mussten wir noch mal Rast machen für 3 Tage. Und dort haben wir bei Hosti zu Hause dann gelebt und natürlich sind wir auch hier dann schon direkt aufs Wasser. Die Landschaft war der Wahnsinn. Das, was ich hier jetzt schon mal gesehen habe, ich dachte, wow. Wunderschön. Doch die Fische waren extrem zickig. Also damit habe ich nicht gerechnet. So viel Fehlbisse auf Kunstköder, sei es Topwaterköder gewesen, Stickbaits, aber auch normale flachlaufende Wobbler habe ich noch nie so viele gehabt wie hier. Dienstags ging es dann endlich weiter Richtung Dschungel. Wir sind dann noch mal ca. 2 Stunden mit dem Auto auf der einzigen und letzten Straße in dieses Gebiet gefahren. Und hier haben auch dann ab einem gewissen Punkt, fängt das Indianerterritorium an, nur noch bestimmte zugelassene Personen den Zutritt. Als Praktikant hatte ich natürlich mit Zutritt und durfte hier rein.
Hoi. So, wir sind jetzt hier in der ersten Station angekommen, in einer von drei. Roman wird mir jetzt mal eine kleine Führung geben. Robertus, herzlich willkommen. Jetzt geht das offizielle Praktikum ja auch los, deswegen habe ich auch schon mein Target-Shirt an und ich bin mega gespannt. Ja, Roman, ich habe wahnsinnig viele Fragezeichen. Das ist eine der allerersten Stationen von euch. Das ist unsere zweite Station, die wir gebaut haben, genau. Das heißt, ist auch die gibt es schon seit 2012. Seit 2012. Ja, ich bin gespannt. Warum haben wir so? Posti ist auch dabei, der auch hier hauptsächlich mitgewirkt hat, richtig? Der hat das alles gebaut, der gute Mann. Dann ist der Hosti, der Projektleiter hier vor Ort, den werdet ihr auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Aber jetzt freue ich mich auf eine Führung. Fangen wir an. Wir sind angekommen. Ja. Hier angekommen hat Roman mir dann die erste von drei Krankenstationen vorgestellt. In dem Dorf Amarmira. Das ist auch die größte Krankenstation, die gebaut wurde. Denn hier hat man direkt eine Solaranlage, die auch mitgebaut wurde. Eine Internetstation für die Kommunikation. Aber was hier genau gemacht wurde, das hat mir Roman dann alles in Ruhe vorgestellt. Roman, das ist das erste Gebäude. Was ist das hier? Das ist unsere bisher größte Krankenstation, die wir hier gebaut haben. Centro Clinico VIP, CCW, in dem Ort Amarmira. Und hier finden quasi die hauptsächlichen Behandlungen statt, die in den kleinen Urwaldstationen nicht gelöst werden können. Mhm. Das heißt, wenn sich jemand ins Bein gehackt hat oder sowas, das sind alles Behandlungen, die dort nicht gemacht werden können. Da kann eine Erstversorgung geschehen. Und hier findet dann quasi die große Behandlung statt. Aber auch wenn irgendwelche Infektionskrankheiten, Malaria... Malaria, Dengue wird ganz oft in den kleinen Krankenstationen schon so ein Examen vor Ort gemacht, wo die das untersuchen, so ein Ersttest. Hat er Malaria? Mhm. Hat er Dengue? Und dann kommen sie hier hin zur weiteren Behandlung. Okay, und was sind das für andere Gebäude da hinten? Das ist das Labor, was wir haben. Okay. Dort finden dann die ganzen Untersuchungen statt, vom Blut etc. Die Apotheke ist dort hinten. Mhm. Wollen wir mal hingehen? Gucken? Ja. Lass uns das gerne anschauen. Hier haben wir unter anderem ein Geburtszimmer. Mhm. Ja. Ganz oft ist es so, dass die Indianerinnen das gewöhnt sind, aus der Natur sich an die Bäume zu hängen und dann quasi das Kind zu gebären. Und es wurde jetzt hier nachgebildet mit diesen Tüchern. Und dann haben wir hier einen weiteren Behandlungsraum. Mhm. Hier ist die Mikroskopie. Hier werden dann quasi solche Untersuchungen wie Malaria, Dengue gemacht, dass man sich das Blut anschaut, schaut, was für eine Infektion da ist. Aber genauso auch Parasiten. So, hier wird noch fleißig gearbeitet, Roman. Was hier haben wir hier? Hier wird fleißig gearbeitet. Das hier ist die neue Photovoltaikanlage. Okay. Die wird in Zukunft die komplette Krankenstation, das Mitarbeiterhaus, das Labor, alles mit Strom versorgen. Das heißt, bisher gab es hier keinen Strom? Weil hier gibt's ja bisher gab es hier keinen Strom. Es wurde bisher mit dem Generator gelöst. Ja. Ja. Wir sind jetzt hier genau im Indianergebiet mittendrin. Um uns drum ist etliche, zigtausend Kilometer Urwald. Beziehungsweise wie viel Hektar? 700 Hektar oder wie viel sind? Hier sind 706.000 Hektar indigenes Schutzgebiet, direkt für die VIP. Mhm. Das wurde auch von Deutschland bezahlt, die Demarkierung damals. Mhm. Momentan haben wir unter anderem auch ein Projekt, wo wir diese Grenzen wieder demarkieren. Mhm. Also das heißt, wo wir das freischneiden auch und dafür sorgen, dass diese Grenzen jetzt nicht überwuchern. Das sind manchmal Schilder, Plaketten, die da einfach sind. Und damit, sage ich mal, Fischer oder Jäger auch ganz klar wissen, hier dürfen sie nicht weiter. Ja. Das ist indigenes Schutzgebiet und hier ist eine Grenze. Mhm. Weil die Indianer leben hier von diesem Lebensraum, autark in der Regel, ne? Genau, die leben hier von allem, was der Wald ihnen gibt. Mhm. Ja, das ist ihr angestammtes Stammesgebiet. Mhm. Aber das werden wir auch noch sehen, weil wir sind jetzt hier in der Station und in der Nähe, quasi immer ein paar Kilometer verteilt, gibt es überall ein kleines Indianerdorf, wo 30 bis 50 Indianer leben. Genau. Ne? Wir sind ja eigentlich auch schon fast durch hier mit der Station. Da hinten sind jetzt noch zwei Gebäude. Was hat es damit auf sich? Unter anderem haben wir hier vorne die Schule. Mhm. Und hier kommen die quasi von allen Dörfern an und werden hier unterrichtet. Wir haben zum Teil VIP, die selbst schon in der Zivilisation eine Ausbildung gemacht haben. Die haben studiert. Die unterrichten hier die Community selbst. Was lernen die? Was studieren die? Das, was wir in der Zivilisation auch lernen. Rechnen, lesen, schreiben. Mhm. Zum anderen aber auch den Naturschutz. Mhm. Dass sie sich hier für die Natur einsetzen können. Und ich meine, die Vaiapi sprechen ja nicht an sich dieses brasilianisch-portugiesisch, sondern die lernen hier auch Portugiesisch sprechen. Die lernen hier auch Portugiesisch sprechen. Du hast mir mal gesagt, das ist mit das Wichtigste eigentlich, damit sie nicht unmündig sind, sondern quasi auch kommunizieren können, wenn hier schlimme Sachen passieren im Gebiet. Ne? Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Vaiapi, sage ich mal, ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Mhm. Denn nur das ist irgendwo auch ein nachhaltiges Projekt. Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Ja, und was haben wir dahinter für ein Gebäude und hier? Hier vorne haben wir unser Wohnhaus. Ja. Das ist quasi, wenn wir hier reinkommen, dann haben wir hier unser Zimmerchen, haben hinten unseren Schlafplatz auf der Veranda.
Und unter anderem sind da auch eben die ganzen Mitarbeiter von der CESAI, das heißt Ärzte, die Techniker, das ganze medizinische Personal, die sind dort untergebracht und gehen dann quasi hier vorne ihren Weg zur Arbeit. Und hier ist es so ein bisschen, sag ich mal, abgegrenzt dann von den Wohnräumen her. Und hier haben wir jetzt einen Generator, wie du hörst. Ja, wie du eben schon gesagt hast, das ist eigentlich quasi den ganzen Tag hier, wenn die Strom brauchen. Wenn die Strom brauchen, dann läuft die ganze Zeit so ein Ding. Auch wenn nachts mal nicht alles im Strom gebraucht wird, dann läuft es hier. Und deswegen sind wir jetzt wirklich froh, dass das neue Photovoltaikfeld angeschlossen wird. Nochmal kurz zu der Internetstation. Ja. Hier haben wir 24 Stunden Internetzugang. Und uns war es wichtig, dieses Projekt auch unabhängig davon zu machen, wann hier ein Photovoltaikfeld angeschlossen wird. Deswegen haben wir das hier gleich mit Photovoltaik gelöst, mit Batterien gelöst, dass hier wirklich 24 Stunden rund um die Uhr freier Internetzugang ist. Das ist irgendwie nicht beschränkt oder so, sondern hier kann jeder sich informieren, hier kann jeder an Kursen teilnehmen, hier kann jeder, wenn es ein Problem gibt, auch entsprechend nach außen kommunizieren. Nach meiner kurzen Führung von Roman und der Vorstellung der Krankenstation sind wir dann weiter ins erste Indianerdorf, und zwar in das Dorf von Wissenee. Das ist der Häuptling von diesem Dorf. Dieses Dorf liegt direkt neben der Krankenstation, und das war schon mal ziemlich spannend, denn ich habe komplett andere Erwartungen gehabt. Ich war ein wenig überrascht, dass dieses Dorf gar nicht so wie in meinen Vorstellungen aus Karl-May-Filmen aussah, sondern dass man hier doch schon Spuren bzw. Gegenstände aus der Zivilisation finden konnte. Aber das ist ja auch normal. Denn die Dörfer, die nah an der Straße sind, haben automatisch auch mehr Berührung mit der Zivilisation. Und alle Dörfer, die wesentlich weiter weg sind, also im Dschungel, dort hat man auch weniger Gegenstände aus der Zivilisation. Waname. Waname. Du hast gerade einen Indianernamen bekommen. Wow. Waname. Waname? Waname. Que isso, Waname? Tá aqui, Anaúra. Passeiro? Aquele passarinho azul que eu tava usando aqui no corpo. Passarinho. Das ist ein schöner blauer Urwaldvogel. Ah, okay. Nome é mich auch direkt richtig erkannt. Pacapacaru. É. Waname. Waname. Tá aqui, Anaúra. Olha, Jette. Jette heißt Danke auf Ayapi. Und jetzt werden wir hier mit dem typischen Getränk begrüßt. Das ist Kasiri. Mhm. Und der erste Schluck, aber der gebührt dir heute. Ja, was ist das? Herzlich willkommen. Das Bier? Das ist eine Art Bier, die hier gebraut wird. Ja, Wahnsinn. Er sagt, das ist nicht stark. Mhm. Und zum Wohl. Frag agora, ja. Schmeckt gut. Kann man nicht mit deutschem Bier vergleichen. Ganz anders. Aber es ist wirklich gut. Das ist hier unser Urwaldbier. Mega. Da ist auch Alkohol drin, ein bisschen. Mhm. Es schmeckt so gut wie nach gar nichts. Alkoholmäßig. Das ist schon unser zweites Willkommensgeschenk. Was ist das nochmal? Das ist Bijou. Das wird hier aus Maniok hergestellt und das ist das tägliche Urwaldbrot. Mhm. Das haben sie heute gerade frisch vom Feld geholt. Und das ist frischer Maniok? Das ist frischer Maniok, der wird hier verarbeitet. Mhm. Das ist wirklich ein super Food. Qualitativ sehr, sehr hochwertig. Mhm. Mhm. Und sehr, sehr nahrhaft. Mhm. Er zeigt jetzt mal. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Freunde. Heute ist der erste Morgen hier. Ihr seht, ich bin noch in der Hängematte, gerade erst wach geworden. Und wir starten heute ins zweite Dorf. Heute nach Iduasso, da wo wir die neue Krankenstation gebaut haben. Und die schauen wir uns mal, da schauen wir uns heute mal an, was die letzten Spendengelder bewirkt haben und wo genau der Einsatz stattfindet. Ganz genau. Und wir werden ja auch zu den Indianern dort auch nochmal gehen, ne? Die wohnen da drumherum. So, und die sind ja jetzt 2 Stunden mit dem Boot entfernt, das heißt wesentlich weiter weg von der Zivilisation. Genau, der Wasserstand ist auch extrem niedrig heute. Das heißt, wir müssen einfach mal gucken, wie wir uns da durchschlagen können. Es ist ja gerade Sommerzeit und das wird ein Abenteuer. Das wird ein Abenteuer und ich bin vor allem mal gespannt, wie es da aussieht, ob das anders sein wird jetzt, als hier bei dem Dorf zum Beispiel. Naja, wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Man weiß mal wieder nicht, was passieren wird. Hier kann man nicht planen im Dschungel und deswegen kommt einfach mit. Ich mache mich jetzt noch frisch und dann geht's los. Den wir jetzt hier fahren, die 2 Stunden mit dem Boot,
seid ihr quasi jetzt die letzten Monate, seitdem hier die Krankenstation, zu der wir jetzt fahren, seit März, April, weil die fast jeden Tag hoch und runter, ne? Ja. Zwei bis drei Mal öfters auch. Wahnsinn. Das Material hinzubringen und so Essen und alles, Wasser hinschaffen für die Leute. Alles muss bitte nur drauf geschafft werden. Und ihr habt das ja häufig gesehen, hin und wieder kippen hier Bäume um, so wie jetzt gleich, werden wir es auch wieder sehen. Die müsst ihr dann auch mal wieder einfach mal beseitigen, rausholen, dass sie überhaupt hier durchkommt. Ne? Ja, sonst kommt keiner hier durch. Ja. Alleine ja nur der Weg hier schon zur Arbeit ist ja schon Arbeit. Ja, ja. Jeden Tag vier Stunden. Wahnsinn. Jeden Tag. So, hier sieht man das. Das sind auch so, die habt ihr auch weggemacht extra, deswegen nochmal durchzukommen. Ja. Ja, Wahnsinn. Und das auch noch zur Regenzeit, wenn es hier jeden Tag regnet und noch viel feuchter ist. Ja. Da kannst du hier auch sehen, das merken Sie hier an den Steinen, merke ich das immer. Ja. Der Stein, der war ganz unter Wasser gewesen, wie wir angefangen haben, jetzt wie weit der raus ist. So viel ist das Wasser gefallen. Ach, krass. Gelagert. Ja. Weil der Regen aufgehört hat. Mhm. So, wir sind jetzt hier angekommen. Bin sehr gespannt. Da Roman sagt, das ist schon der Häuptling. Gehen wir mal hin. Hubertus. Oh, das ist Meu nome é Chuato. Serve Chuato. Chuato. Wanamé. Wanamé. So, guck mal, hier vorne haben wir den Wassertank aufgestellt. Jetzt hier die Krankenstation mit Wasser versorgt. Das war ein alter Brunnen, den wir instand gesetzt haben. Also das heißt, hier war früher schon eine Krankenstation, aber die war super kaputt. Ah, okay, wir sind jetzt hier schon, stimmt. Wir sind, hier an der Krankenstation jetzt, ne? Die ist hier direkt im Dorf auch. Da ist sie, ne? Schau mal da. Wir haben quasi die alte Station abgerissen, haben noch das Fundament ein bisschen genutzt und haben das komplett neu aufgestellt. Auch in einer ganz anderen Qualität, das war vorher nicht mehr zu gebrauchen. Das ganze Jahr habt ihr hier dran gearbeitet, ne? Nein. 5,5 Monate. 1,5 haben wir mit Holz rausmachen und 3 Monate, wo wir mit Bau gearbeitet haben. Diese Station aus 2 Bäumen, die gefällt wurden, die extra ausgewählt wurden vom Häuptling, richtig? Ja. Genau, das war eine Stelle, wo die sowieso ihre Anpflanzung gemacht haben. Mhm. Und das waren Bäume, die sowieso innerhalb der nächsten Jahre gekippt werden. Ja, Wahnsinn. Sollen wir uns das mal angucken? Ja, was aus den 2 großen Bäumen gemacht wurde. Ja. Hier ist noch kein Betrieb, ne? Hier ist jetzt noch kein Betrieb. Die nächsten Tage geht das jetzt los. Wir haben jetzt ja gerade die Fertigstellung, die Einweihung gehabt. Auch hier gab es eine kurze Führung und dann sind wir weitergefahren, wieder runter zur 3. Station von Target. Und das ist auch die älteste Station in CTA, so heißt dieses Dorf. Das ist direkt hinter bzw. neben einem Indianerdorf gewesen, diese Station. So, wir sind jetzt an der 3. und letzten, aber eigentlich 1. Station. Richtig, Roman? So ist es, der wird 2002 gebaut. Und hier liegt jetzt momentan das Material für das neue Energieprojekt mit der Photovoltaikanlage. Das ist die Poste de Saudé Vajapi, ne? CTA von 2002. Die ersten 1,5 Wochen waren schon super spannend und super lehrreich für mich. Doch die nächsten 3 Tage sollten richtig spannend werden, denn wir wurden eingeladen von Wissini, dem Häuptling von dem Dorf in Amamira, und haben einfach mit der Familie dort gelebt und einfach beobachtet. Auch das war schon wieder wunderschön zu sehen, wie das Familienleben hier so abläuft. Und abends ging es raus zur Jagd und meine Hoffnung war, dass wir an diesem Abend mit Hilfe der Indianer fallen. Die Indianer angeln nämlich wie folgt, die haben Seile. Da ist dann ein Stück Draht und da ist dann einfach ein ganz großer Circle Hook dran. Und dort wird einfach ein kleiner Köderfisch reingespießt. Und diese kleinen Seile, ja, die etwa so einen Meter lang sind, werden dann an Mangroven dran gebunden, sodass der Circle Hook mit dem Köderfisch nur so 40-50 cm im Wasser unter der Oberfläche hängt, mit der Strömung ein bisschen bewegt. Darauf gehen dann die 3 Ras. Und das hat dann auch geklappt. Am nächsten Morgen haben wir 3 schöne 3 Ras. Abgemacht, beziehungsweise nach ein paar Stunden haben wir die Fallen kontrolliert und die hingen dann da dran. 3 wunderschöne 3 Ra, auf Wurfsfisch genannt oder hier 3 Ra genannt. Die haben die Indianer gefangen auf die herkömmliche Fischereitechnik hier mit Circle Hooks und Köderfisch.
und einem richtig fetten Stahlvorfach. So sieht das aus. Das Maul hier ist komplett verknöchert. Das heißt, hier ist eine richtig dicke Knochenplatte. Hier oben ebenso. Das heißt, der ganze Oberkiefer von innen ist knallhart. Komplett harter, dicker Knochen. Das heißt, man braucht schon einen richtig dicken Haken. Am besten wie hier einen Circle Hook, damit der überhaupt sitzt. Ja, so sieht's aus. Wir haben es früh am Morgen. Roman sitzt mit seinem kleinen Freund am Feuer. Wir haben sich ein wenig auf. Guten Morgen, Roman. Paco. Und hier wird das Essen zubereitet. Heute ist unser letzter Tag hier im Jagdparadies. Wir werden heute nochmal unseren Indianerrock bekommen. Stimmt, wir kriegen ja heute einen Indianerrock. Das wird spannend, Leute. Die Indianer haben sich hier über Jahrhunderte, richtig, angepasst an den Urwald. Und die machen das ja nicht umsonst. Ja? Und die bewegen sich so wahnsinnig gut im Urwald. Roman hat es auch schon ausprobiert, alleine barfuß nachts durch den Wald zu gehen, beim Fischen. Man hat einfach mehr Gefühl. Ne? Man schwitzt weniger, man ist weniger mit dem Körper beschäftigt. Aber wir testen es einfach mal aus. So die Theorie. Jetzt hast du ja auch deine Kriegsbemalung bekommen, deine Kriegs- und Glückssymbol. Richtig. Schutzsymbol. Kannst du mal meinen Rücken zeigen, Roman? Hier haben wir jetzt Jacaré. Das hier ist das Krokodil und hier drüben haben wir Fisch, das Symbol für Fisch. Hier habe ich das Symbol der Anaconda, weil ich auch mal zuschlagen kann wie eine Anaconda, Leute, wenn es sein muss. Und hier habe ich das Symbol des Schmetterlings, kann aber auch zärtlich loslassen wie ein Schmetterling. Wunderschön. So sieht's aus. Waname. Manche Fische muss man loslassen, manche musst du zupacken. So, und das hält jetzt 3 Wochen. 2 Wochen hält das. 2 Wochen. Ja. Also ca. 20 Tage, sagt man, ne? Genau. Das ist gute Maniokbrot. Sehr, sehr lecker. Ein wenig Packerschwein. Und die weltbeste Piniente. Schreibt mal in die Kommentare, ihr die kennt. Jawohl. Hiernach gab es noch ein besonderes Ritual, nämlich die Übergabe des typischen Wayapi-Kleidungsstückes, der rote Rock. Das ist quasi das Erkennungszeichen der Wayapi-Indianer. Und hierzu gab es von meinem Indianervater, dem Pache, die Übergabe. Wir haben uns die Röcke angezogen, haben noch das ein oder andere besprochen und sind auch damit dann nochmal in den Dschungel reingegangen. Denn dieser Rock, der ermöglicht es, dass man trotz dieser Hitze und dieser extrem hohen Luftfeuchtigkeit hier einfach nicht die ganze Zeit auf sich selber fokussiert ist mit Schwitzen und Überhitzung, sondern wirklich auch fokussiert in der Natur sein kann. Das ist so meine und Romans Interpretation, warum die Wayapi auch genau diesen Rock tragen. Und die haben uns dann auch mal im Wald ein wenig die Bogenjagd gezeigt, haben uns Rinden gezeigt, haben uns gezeigt, wie und was für Naturheilmittel es eigentlich alles aus dem Urwald gibt oder wie man die richtigen Lianen erkennt. Es gibt hier sehr viele verschiedene Lianenarten. Und bestimmte Lianenarten sind auch eine super Trinkwasserquelle. Ja, also wenn man kein Wasser mehr hat oder wenn man das Wasser aus dem Fluss nicht trinken kann, weil man keinen Filter dabei hat, dann haben uns die Indianer gezeigt, woran man die richtigen Trinkwasser-Lianen erkennt und wie das funktioniert. Auch das war super spannend. Hiernach ging es dann wieder zurück zu unserem Dorf. Das war ein extrem harter und abenteuerlicher Rückweg mit dem Boot, denn dadurch, dass wir Sommer haben und die Flusspegelstände so niedrig sind, hatten wir extrem viele Hindernisse und die Rückreise alleine hat über einen halben Tag gedauert. Rund 6-7 Stunden waren wir hier unterwegs, extrem kräftezehrend und wären wir nur ein Mann weniger gewesen, hätten wir es wahrscheinlich gar nicht geschafft. Ich habe schon erwähnt, dass wir hier leicht unwegsames Gelände haben. So macht Bootfahren doch Spaß. Stark. Stark, Junge.
Ja Leute, Posti hat den ersten Piranha gefangen. Wahnsinn, was für ein Vieh direkt. Boah. Und ich muss jetzt hier meinen Finger reinstecken. Ja, steck mal da rein. Dann ist er ab, ne? Dann ist er ab. Wahnsinn. Geht wieder ein, Posti. Den ersten Schmiss. Wahnsinn. So, hier an Romans Route, die eigentlich einen Hänger hatte, ist jetzt ein guter Piranha drauf. Wahrscheinlich, hier übernimm mal, Roman, deine Route. Fühlt sich gut an. So, ich bin gespannt. Sieht gut aus. Ja, so hast du den Hänger doch wieder frei bekommen. So löst man hier die Hänger. Im Amazonas. Mit Piranhas. Ja. Ja. Hol mal die Haken. Hammer. Ja. Am besten hol den erstmal an Land. Boah, komm. Hol den, lass uns den erstmal an Land holen. Schön. Super. Geil. Jawohl. Erster ordentlicher Fisch. Boah. Geil. Hammer. Ja, schön, Roman. Geil. Sauberer Piranha. Ja. Wunderschön. Was sie für 10er. Es ist kein Wunder, dass sie uns die Stahlvorfächer durchbeißt. Mhm. Das sieht böse aus. Er hat auch böse, blutrote Augen. Geil. Sauber. Ja, weiter geht's. Schaut euch das mal an, was Piranhas mit dem Haken und einem Wirbel machen. Ja, einfach durchgebissen. Gut ist auf Grund. Und schaut mal hier die Spitze. Direkt der erste dran. Stark. Ja, Wahnsinn. Stark. Geil. Jawohl, schöner. Yippie, geil. Schöner Piranha. Hammer, das ging ja echt schnell jetzt. Grundmontage, draus. Nur nicht mal eine Minute. Zack, da ist das Prachtstück. Herrlich. Stimmt denn so? Kann ich besser mitarbeiten. Erste Piranha, wo gehört das? Ja, Mann. Geil. Das gibt ein richtiges, köstliches Mittagessen. Boah, die sind in Fressstimmung. Geil draufgekommen. Schön Piranha wieder. Ganz leicht gezuppt. Angehauen, ist genauso wie beim Fiederangeln hier. Hier könnte man auch klassisch mit der Fiederroute sitzen. Amazonas-Fiedern. Ja, der scheint, der fühlt sich ein bisschen besser an wieder, muss ich sagen. Super. Super geil. Hammer. Ja, ein bisschen besser. Weg ist er. Nein. Das wollte er nicht. Tja. Mal gewinnt der Fisch. Mal gewinnt der Hotsee, ne? Von da drüben. Durch den Fluss geschwommen. Wir werden uns jetzt hier ein leckeres Mittagessen zubereiten. Die gefangenen frischen Piranhas. Hier auf dem Stein, schön frischen Holz. Was kann es Besseres geben? Hm? Roman, sag es mal. Gibt es was Besseres? Bist du hungrig? Sehr hungrig. So, so sieht der Piranha jetzt aus. Kleines Feuerchen gemacht, bisschen Blut dabei, Kohle dabei. Da bin ich mal gespannt, wie der schmeckt. So, ein bisschen Salz drauf. Hier ist Pfeffer. Ein bisschen Mettchen. So, und jetzt kommt der große Test.
So, ich sitze hier nochmal mit Roman zusammen, dem Projektleiter für die Brasilien-Projekte. Roman, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Die Kernfrage, was ist eure Arbeit hier und nochmal den Gesamtzusammenhang, wie schützt ihr mit dem Schutz der Wayapi-Indianer auch den Urwald, also den Regenwald? Mit unseren Projekten ermöglichen wir quasi den Wayapi in ihrem angestammten Gebiet zu leben und eben nicht dauernd raus zu müssen in Zivilisation, weil sie von Krankheiten, die auch automatisch reinkommen, betroffen sind. Ja, weil das habe ich jetzt auch erst am Ende so wirklich verstanden. Es gab mal rund 2000 Wayapi-Indianer circa, ne, in dem Gebiet. Die wurden im Grunde genommen vertrieben oder sind gestorben durch Zivilisationskrankheiten. Und Anfang der 90er gab es nur noch 200 bis 400 Wayapi, die hier gelebt haben. Genau. Also fast ausgestorben quasi. Und durch eure Arbeit leben heute wieder knapp 2000 Wayapi in ihrem Land und können hier leben. Genau, das hat jetzt seine Entwicklungszeit benötigt. Und jetzt stoßen die natürlich auch nochmal auf andere Problematiken, die man sich jetzt für die Zukunft gut anschauen muss. Zum Beispiel, dass die Fischbestände weniger werden, die Jagdbestände werden weniger. Zum Teil auch durch illegale Jagden, die stattfinden von außerhalb, dass eben auch Siedler eindringen. Ich merke auch langsam durch die Arbeit hier, das waren jetzt 4 Wochen, wo ich mit dabei war, komplett. Und ich merke, wie selbst in dieser Zeit habt ihr ja wieder einige Kooperationsgespräche geführt mit der Naturschutzmilitäreinheit, mit dem Naturpark. Und das knüpft so alles aneinander. Und deswegen abschließendes Fazit. Nochmal vielen Dank, Roman, fürs Praktikum. Sehr, sehr gerne. War mega lehrreich. Schön, dass du hier warst. Und unsere Spendengelder auch und die von euch, von allen, die mitgemacht haben, hier an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön. Und vielen lieben Dank. Wenn ihr mehr Infos zu der Arbeit haben wollt von Target, wenn ihr das weiter beobachten wollt, wenn ihr euch mit einsetzen wollt, das unterstützen wollt, geht auf die Seite. Ich packe es auch nochmal unter das Video einen Link rein. Dort könnt ihr unterstützen, könnt ihr auch Langzeitförderer werden. Es wird ja ganz oft die Frage gestellt, wie kann jeder sich einsetzen? Natürlich, das eine ist immer durch Spendengelder, der andere ist zum Beispiel bei uns in Äthiopien, benötigen wir immer wieder Ärzte, die auch rübergehen, Gynäkologen, Krankenschwestern auch zum Teil. Manchmal sind es Kleinigkeiten, zum Beispiel einfach auch nur mal ein Like auf Facebook zu machen, die Artikel zu teilen, die eingefallen und einfach die Menschen auch aufmerksam zu machen. Mhm. Ja, wer Lust hat, eine Spendenmitgliedschaft ist bei uns natürlich immer das Hilfreichste, wenn man mit den Geldern irgendwo auch planen kann. Mhm. Wir freuen uns auch nur über Einzelspenden oder über Aktionen. Wenn jemand zum Beispiel einen Geburtstag hat und sagt, er hat schon irgendwie alles, was er so benötigt, kann man auch bei Facebook gleich eine Spendenaktion starten. Und auf jeden Fall solltet ihr auch Target auf Facebook und Instagram folgen. Da seht ihr nämlich auch noch ein bisschen was von der Arbeit. In diesem Sinne, danke dir, Roman. Danke dir, Robertus. Das war auch schon eigentlich das Ende meiner Indianerzeit. Und die nächsten Tage werden wir noch in einen Nationalpark rund um das Indianergebiet fahren. Dieses Gebiet wird von einem deutschen Förster, von dem Christoph Jaster, geleitet seit vielen Jahren. Und wir werden hier uns nochmal anschauen, wie der Gebietsschutz in diesem Gebiet gemacht wird, ja, dass hier keine Wilderer etc. reinkommen. Deswegen möchte ich jetzt auch zu meinem Fazit kommen. Ich bin der Überzeugung mittlerweile nach all dem, was ich gesehen und gelernt habe, dass die sinnvollste Investition die Investition in den Erhalt der 3 bestehenden Krankenstationen ist. Denn durch diese Krankenstationen wird den Wayapi einfach geholfen, dass sie hier noch langfristig in ihrem Wald leben können, trotz der zwangsläufig gesteigerten Zivilisationskrankheiten. Denn solange die Wayapi-Indianer in ihrem Gebiet hier leben können und leben bleiben, gehört ihnen per brasilianischem Grundgesetz auch dieses Land. Und es kann ihnen nicht weggenommen werden. Das heißt, wenn hier Raubbau betrieben wird, kriegen die Indianer das zwangsläufig mit und können dies melden. Das ist der nächste wichtigste Punkt, nämlich durch diese Möglichkeiten, die Target ebenfalls an den Krankenstationen geschaffen hat, mit Internetstationen oder Funkstationen, haben die Wayapi die Möglichkeit, solche Vorfälle zu melden ans brasilianische Militär. Und das Militär kommt rein und holt die illegalen Raubbauer, Biopiraten etc., also alle Menschen, die hier nichts drin verloren haben und dem Urwald schaden wollen, die werden hier rausgeholt. Und somit haben wir dadurch, durch diese Hilfe zur Selbsthilfe mit Krankenstationen, den höchsten Schutz, den wir für den Dschungel und die Wayapi sowie die Tierwelt hier leisten können. Willst du einen Menschen einen Tag lang glücklich machen, schenke ihm Fisch. Willst du einen Menschen ein ganzes Leben lang glücklich machen, zeig ihm, wie man angelt. Und das Gleiche ist hier mit der medizinischen Versorgung. Abschließend möchte ich mich noch einmal beim ganzen Team von Target bedanken und vor allem auch an Roman und Hosti für die Möglichkeit, dass ich mir das Ganze hier als Praktikant anschauen konnte, dass ich das Visum hier die Erlaubnis bekommen habe, um mit den Wayapi-Indianern in ihrem Wald zu leben. Und das war eine tolle Zeit.
Und deswegen geht auch ein ganz besonderer Dank an die Waiapi-Indianer an sich, vor allem an Missini und sein Dorf, sowie an meinen Indianervater, den Pache, für die Gastfreundschaft, für die Liebe und für ja, das Vertrauen, dass sie uns so viel gezeigt haben. Es war wirklich eine tolle Reise und ich möchte sie nicht mehr missen. Danke.